Klar, dass Man City, glaube ich, deutlich mehr Ballbesitz als wir. Wir haben in der ersten Halbzeit schon ein, zwei Momente auch gehabt im Umschalter, wo wir dann sauberer spielen müssen. Ist uns nicht gelungen und trotzdem waren wir mit einem Tor im Rückstand, was sicherlich verdient war zur Halbzeit. Ich finde, gerade in der zweiten Halbzeit haben wir durch das Gegentor oder durch das Tor, was wir geschossen haben, auch auf jeden Fall ein positives Ergebnis auch erzielt. Waren besser im Spiel, auch ganz, ganz klar. Publikum kam dann auch. Was natürlich bei Man City dann ist, das siehst du in der 84. Minute, dementsprechend absolute Weltklasse Alvarez. Trotzdem die Mannschaft, man kann wirklich nichts sagen, haben alles abgerufen. Darf dann keine Fehler mehr machen, muss die Räume zustellen. Ist uns in dem Falle nicht gelungen. Das letzte Tor ist dann auch alles nach vorne geworfen. Aber alles in allem muss man sagen, trotz der Niederlage, Köpfe hoch, haben eine sehr, sehr ordentliche Leistung gehabt. Und Man City ja, ist nicht umsonst letztes Jahr Champions-League-Sieger geworden. Ja, wir wussten vorher schon, dass es wahrscheinlich ein Spiel wird, wo wir viel gegen den Ball arbeiten müssen. Ja, so ist es dann letztendlich auch gekommen. Alles in allem ja, haben wir das Spiel, glaube ich, lange offen gehalten. Haben ja, die Umschaltmomente vielleicht nicht so genutzt, wie wir uns das vorgestellt hatten, weil wir hatten schon, fand ich, einige gute Balleroberungen, wo ja, uns dann so der letzte Pass oder der Abschluss gefehlt hat. Aber alles in allem, glaube ich, ja, haben wir als Mannschaft heute sehr leidenschaftlich verteidigt. Und ja, am Ende ist trotzdem das Ergebnis natürlich enttäuschend.